Der Schultag an der Theodor-Heuclin-Schule soll für die Kinder vor allem entspannt beginnen. Daher haben wir einen offenen Anfang etabliert. Das heißt, die Kinder können ab 7.45 Uhr in das Schulgebäude kommen und in aller Ruhe ankommen. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Gespräch mit der Lehrerin, mit dem Lehrer oder auch mit Freunden. Eine Wohlfühlatmosphäre ist uns wichtig. Nach und nach starten die Kinder mit dem Arbeiten. Aufgaben des Vortages, die noch erledigt werden müssen, werden beendet. Viele nutzen diese Zeit aber auch, um die Arbeit an den differenzierten Arbeitsplänen fortzusetzen. Die offene Arbeitsphase wird durch ein musikalisches Ritual, die Aufräummusik, in aller Ruhe beendet. Nachdem die Kinder nun im Klassenverband versammelt sind, startet der Präsident den gemeinsamen Unterrichtsvormittag. Der Tagesplan wird geklärt und es ist Zeit für wichtige Ankündigungen. Inputs finden in der Primarstufe je nach Situation und Thema im Klassenverband oder in Kleingruppen statt. Die Arbeitsphasen enden fast immer in der Arbeitsplanarbeit, da hier die zu erledigenden Aufgaben gebündelt für die Kinder notiert sind. Das Aufgabenspektrum beinhaltet die klassische Bearbeitung von Aufgaben aus dem Buch, aber wo immer möglich und sinnvoll werden kooperative Lernformen, Gruppen- und Partnerarbeiten eingebaut. Auch der seit neuestem mögliche Einsatz der Tablets ist hier verankert. Im Klassenrat, der ab der 3. Klasse durch die Schulsozialarbeit eingeführt wird, lernen die Schüler und Schülerinnen, Konflikte selbstständig zu lösen. Wir sind der Meinung, dass gutes Lernen nur dann stattfinden kann, wenn sich alle wohlfühlen und der Kopf frei für das Lernen ist. Daher ist uns ein gutes Konfliktmanagement wichtig. Unsere Schulsozialarbeiterin wird seit kurzem von Schulhund Lotti unterstützt. Im Nu hat sie sich die Herzen aller Kinder erobert und kann durch die Anwesenheit für Ruhe und Gelassenheit sorgen. Wir arbeiten in einer Kooperationsklasse. Kooperationsklasse bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuclin-Schule und Schülerinnen und Schüler der Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zusammen in einer Klasse unterrichtet werden. Die Klasse wird von einer Grundschullehrerin und mehreren Sonderpädagoginnen geführt. Die Schülerinnen und Schüler werden so oft wie möglich gemeinsam unterrichtet. Das heißt, wir arbeiten auf verschiedenen Niveaus, aber immer am gleichen Lerngegenstand. Es gibt aber auch Situationen, in denen wir getrennten Unterricht machen, weil uns natürlich der Bildungsanspruch aller Schülerinnen und Schüler am Herzen liegt. Das multiprofessionelle Kollegium arbeitet eng verzahnt und nutzt die hohe Fachlichkeit aller Kollegen und Kolleginnen in den Stufenteams und Fachteams regelmäßig tagen. Hier wird sowohl der Unterricht für die nächste Einheit vorbereitet, aber auch immer wieder an grundsätzlichen Konzepten gearbeitet. Die Leistungsfeststellung an der Primarstufe ist stark vom Modell Schule ohne Noten beeinflusst. Wir geben erst am Ende der 3. Klasse Noten auf dem Zeugnis und sind bis dahin sehr zurückhaltend mit der Vergabe von Ziffernoten. Stattdessen melden wir kompetenzorientiert die Leistungsstände der Kinder zurück und sind hier auch auf die individuelle Entwicklung fokussiert. Das Programm LEB Online ermöglicht es uns, die beobachteten Leistungen übersichtlich zu notieren und auf dieser Grundlage zu einer für das Zeugnis geforderten Endnote zu kommen, die fundiert begründet ist. Die aktuellen Lernstände können jederzeit abgerufen werden und so auch bei den LEGs leicht zugrunde gelegt werden. In jährlich 2 Lernentwicklungsgesprächen wird diese Leistungsrückmeldung von der 1. Klasse an gemeinsam mit Eltern und Kindern besprochen. Gemeinsam werden Ziele formuliert, an denen Eltern, Kinder und Lehrkräfte zusammenarbeiten. Diese Ziele werden im nächsten Gespräch aufgegriffen und es wird besprochen, wie die Umsetzung geklappt hat. Uns ist es wichtig, die Kinder so in die Planung und Gestaltung ihres eigenen Lernprozesses einzubinden. Die Kinder werden bei uns von der 1. Klasse an das individuelle Arbeiten herangeführt und auf die Arbeitsweisen der Sekundarstufe vorbereitet. Der Übergang von Klasse 4 nach 5 ist dann letztendlich nur ein Wechsel des Gebäudes und für die Kinder kein allzu großer Schritt. Die gute räumliche Ausstattung und das großzügige Gelände sind ein Pluspunkt, der den Wohlfühlcharakter an der Schule erhöht. In der Sekundarstufe knüpfen wir an das Konzept der Primarstufe an. Um guten Unterricht zu ermöglichen, findet in den Lernateliers und in den Clustern sowohl individuelles wie auch kooperatives Lernen statt. Die Lernbegleiter stehen den Schülern unterstützend und beratend zur Seite.
Die Lernampel, die mit Magneten der Schüler bestückt ist, spiegelt das Lern- und Arbeitsverhalten der Schüler, sodass diese während der Arbeitsphase eine Rückmeldung erhalten. Experteninputs finden in Kleingruppen statt, sodass die Schüler individuell in ihrem Lernfortschritt gefördert werden. Jedes Kind an dieser Schule hat ein iPad. Dila ist die meistbenutzte Plattform und es werden alle Fächer und Clubs angezeigt. Man kann auf Dila jedes Fach anklicken und kriegt für jedes Fach Aufgaben. Auf Dila kann man auf Aufgaben gehen und wenn man einen Test geschrieben hat, kann man einsehen, ob man ihn bestanden hat oder nicht. Ein bestandener Test wird grün angezeigt und ein Test, der nicht bestanden ist, wird rot angezeigt. Aber diesen Test, der rot angezeigt wird, kann man auch nochmal nachschreiben. Alle 2 bis 3 Wochen findet eine Lernberatung mit dem Lernbegleiter und dem Lernpartner statt. In dieser Lernberatung werden das Lern- und Arbeitsverhalten der letzten Wochen besprochen. Termine und Deadlines werden gemeinsam kontrolliert und neue Lernziele für die nächsten Wochen formuliert. Hier ist auch jederzeit der Raum, dass persönliche Anliegen in geschützten Rahmen besprochen werden können. So haben wir als Schüler regelmäßig die Möglichkeit, uns mit unserem Lernfortschritt zu beschäftigen. Wir arbeiten an der THS in multiprofessionellen Lehrerteams. In regelmäßigen Besprechungen tauschen sich beispielsweise Lehrkräfte und Sonderpädagogen zu den Lerninhalten und den Abstufungen der einzelnen Niveaus aus. Unterricht wird gemeinsam geplant und durchgeführt. Dila ist unsere digitale Lernplattform. Auf Dila können wir als Lernbegleiter ganz unterschiedliche Dinge eintragen. Beispielsweise geben wir im digitalen Schultagebuch von einzelnen Schülern Rückmeldungen zu deren Lern- und Arbeitsverhalten am Tag. In den einzelnen Fächern finden sich jeweils die Kompetenzraster auf den Niveaus G, M und E. Dort hinterlegt sind eben die Stempelkarten mit ihren Aufgaben, aber auch die Gelingensnachweise und ob diese bestanden sind. Die Inklusionsklasse entwickelt beim Pausenverkauf wertvolle Alltagskompetenzen. Hallo, ich bin Josephine. Ich bin Alessia und wir sind Teil des Streichrichters. Wir Streichrichter haben die Aufgabe, uns um die 5- und 6-Klässler-Konflikte zu kümmern. Wir versuchen zu schlichten und den Streit zu lösen. Wir sind keine Richter, denn sonst würde keiner zu uns kommen, sondern wir wollen für beide Seiten eine gute Lösung finden. Wir wollen, dass sich jeder wohlfühlt und es weniger Streit gibt. Hallo, ich bin ein Mitglied des ProRespect-Gremiums an der THS. Unser Team besteht derzeit aus 15 Mitgliedern. Wir sorgen dafür, dass das Lernen an der THS nicht durch Fehlverhalten wie Mobbing, Lästereien oder Vandalismus gestört wird. Kleinere Angelegenheiten klären die Streitschlichter, bei größeren Fällen werden wir eingeschaltet. An der Theodor-Heuglin-Schule ist jedes Kind willkommen. Die im Film gezeigten Konzepte unterstützen das Lernen nachhaltig und ermöglichen eine Atmosphäre, in der Lernen Freude bereitet und gelingt.